Freunde, ich wollte euch mal erzählen, wie ich zu meinem Namen kam. Ich wurde das nämlich schon ein paar Mal gefragt und ist eine relativ komplexe Geschichte. Das fing ungefähr vor 2 Jahren an. Ich sag mal so, eigentlich war der Wolf immer mein Lieblingstier. Das hat sich aber eines Tages geändert und ich mochte auch schon immer Schwalben zum Beispiel, nicht? Das hat sich eines Tages geändert. Die Geschichte dahinter ist allerdings ein bisschen privat, deswegen erzähle ich es einfach mal nicht. Dann fing ich an, Falken ganz geil zu finden und habe mich dann Falco genannt. So, dann habe ich mir gedacht, nimmst du von Falco, dem Sänger, ne, man kennt ihn, ein Profilbild. Das war mir dann aber ein bisschen zu unpersönlich. Ich wollte ein bisschen individuell haben und so, ne, ich will ja niemanden kopieren, sondern ein Individuum sein. Und da ich ein absolutes Nintendo-Kind bin, dachte ich mir, nehme ich mir von dem Spiel Lilith Wars mit zum Beispiel Fox McCloud, man kennt ihn zum Beispiel durch Smash Bros. Oder so, für die Jüngeren, nehme ich mir Falco, beziehungsweise Falco Lombardi, wie der richtig heißt. Und dann habe ich quasi so eine Mischung aus Falke, Falco und dem Nintendo-Charakter. So war das erstmal schon mal entstanden, nicht? Und dann war ich bei einer Streamerin, bei der ich schon das ein oder andere Mal war. Sie hat überhaupt keine Ahnung von Fußball, interessiert sich überhaupt nicht. Ihr bester Freund allerdings, der immer bei ihrem Stream ist, der interessiert sich schon für Fußball. Und eines Tages, so aus dem Nichts, fing er an, mich mit "Hey Falco Dino" zu begrüßen. Ich so, okay, alles klar, cool. Was er nicht wusste, ist, ich mag Ronaldinho und zwar sehr, sehr gerne. Ich kann euch ja nachher am Ende des Videos ein weiteres Video verlinken, dann wisst ihr, was ich meine. Und das ging dann so 3-4 Mal so. Ne? Hat mich immer so stetig mit "Hey Falco Dino" begrüßt. Und da habe ich gesagt, Digga, weißt du was, wenn du das doch mal sagst beim nächsten Mal, dann werde ich mich umbenennen. Ich sagte, ja, ich will's feiern. Ne? So, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ich komme rein, "Hey Falco Dino." Ich so, weißt du was, jetzt ist Schluss, mein Freund. Also jetzt hier, ich brauche ein neues Intro, nicht neue Text und so. Also jetzt brauche ich ein bisschen, ich bin gleich wieder da, ich muss ein bisschen was umstellen. Und so kam ich zu Falco Dino. Also quasi eine Mischung aus Ronaldinho, Falco dem Sänger, Falke dem Tier und Falco dem Nintendo-Charakter. Also mehr Mischmasch geht eigentlich nicht. So, das Lustige ist, ich habe 2 Freundinnen, wenn ihr das seht, liebe Grüße an euch, fühlt euch geknuddelt. Die begrüßen mich immer mit "Hey, mein kleiner Falke", mit so einem Herzchen, nicht? Und dann habe ich die immer aufgeklärt, dass Falco Dino eigentlich nichts anderes auf Portugiesisch heißt als kleiner Falke. So, das weiß ich daher, weil seit ungefähr, vielleicht 1-2 Jahren weiß ich selber erst, dass Ronaldinho übersetzt nichts anderes als kleiner Ronaldo heißt. Ronaldinho heißt eigentlich Ronaldo. Ich kenne den Typen seit über 20 Jahren oder so. Das wusste ich, ich wusste das noch nicht so lange, weißt du. Das ist, fand ich sehr interessant. Das hat den Hintergrund, weil Ronaldinho, der war in seinen Mannschaften für gewöhnlich der Kleinste und Jüngste. Und wurde deshalb liebevoll so verniedlichend kleiner Ronaldo genannt, beziehungsweise auf Portugiesisch Ronaldinho. So, und dann habe ich die mal aufgeklärt, dass wenn die mich mit "Hey, mein kleiner Falke" begrüßen, eigentlich hätten auch Falcodinho sagen können, weil das im Prinzip dasselbe bedeutet. Ja, das finde ich so ganz lustig. Also, das ist im Prinzip die Geschichte dahinter. Und jetzt wisst ihr mal Bescheid. Also, haut da rein. Habt noch einen schönen Tag, morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr dieses Video seht. Ne, schwitzt nicht so viel. Ich wünsche euch noch eine schöne EM. Ne, ist ja EM, ist ja ohne Ronaldinho, mal abgesehen davon, dass er nicht mehr spielt. Und lasst es krachen. Tüdelü.